Längere Pause. Hallo Leute. Ich wollte euch was Lustiges erzählen. Wir sind ja nun seit Anfang Dezember hier in Paraguay. Und wir haben ja für die ganze wichtige Post haben wir so einen Scan-Service eingerichtet. Wir sitzen in Berlin. Und das ist auch so, dass wir, ich glaube, ein Jahr lang alles, was noch an die alte Straße, an die alte Adresse geht, umleiten lassen dahin, ne? Danach haben die Leute Pech gehabt, oder? Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir heute Post bekommen. Zensus 2022. Ja, das ist alles gut organisiert in Deutschland. Dafür sind ja die Behörden und auch Regierungen alle sind ja dafür bekannt, dass die haben alles im Griff. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja. Das muss man sich jetzt vorstellen. Also, es ist ein Scan-Service. Das heißt, der Brief, der liegt jetzt in Berlin. Die haben ihn eingescannt. Ich habe da jetzt auch drauf reagiert. Und dann warten die einfach drauf an, wie ich drauf reagieren soll. Naja, ich so, naja, muss die erklären, die Situation. Dann habe ich dann eben bei der Hotline von Zensus 22 in Nordrhein-Westfalen angerufen. Das ging schnell. Also, ich habe noch nie so schnell einen Ansprechpartner an einer Hotline bekommen. Ja, das stimmt. Wir waren 2 Minuten durch, ne? Ja. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ja, guter Mann, schön, dass Sie uns ein zweites Schreiben geschickt habt. Das erste haben wir gar nicht erst bekommen. Und da kann ich nichts zu sagen. Wir sind im Dezember letzten Jahres nach Südamerika ausgewandert. Ja, dann schicken Sie uns das Schreiben zurück. Ich so, nö, das liegt mir auch gar nicht vor. Ich habe einen Scan-Service beauftragt, das liegt mir nur digital vor. Und ich kann Ihnen nur zusichern, dass das, wenn Sie das wünschen, dass das entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet wird. Ich so, aber Angaben kann ich keine machen. Und die Daten beziehen sich auf den 15.05. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der Status von diesem Haus ist. Ich habe mir das mal alles durchgelesen. Ich kann zu keinem Punkt was sagen, weil mir keine Daten vorliegen. Selbst die Ausgangsdaten, von denen die ausgehen, dass wir noch in der Fritz-Genz-Straße leben, stimmen ja nicht. Ich kann auch keine neue Adresse angeben, weil wir haben in Deutschland keine Adresse. Wir haben unseren Wohnort in Deutschland Ja, abgemeldet. der war hilfsbereit, das muss man ihm lassen. Und dann hat er mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Also, ich verrate die jetzt mal ganz öffentlich, wenn ihr die auch mal anschreiben wollt. Das ist nämlich, also Nordrhein-Westfalen. Das ist poststelle@it. Punkt. .nrw.de. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, an wen man sich wenden kann, wenn es echte Probleme gibt. Der Witz war in der ersten Ansprache, bevor ich einen persönlichen Ansprechpartner hatte, also kommen ja mal so ein Bandansagen, ne? Was hat die da wirres Zeug erzählt, wenn wir das nicht das Haus nicht hätten oder wenn schon beantwortet wäre. Ja. Dann bräuchten sie gar nichts machen, dann sollen sie sich jetzt auch bitte nicht noch an weitere Mitarbeiter hier wenden. Die haben genug zu tun, hatte ich den Eindruck. Naja, ich berichte euch darüber, wie das dann alles so weiterläuft. Das sind die deutschen Behörden. Ja, wir haben uns noch letzte Woche oder vorletzte Woche drüber unterhalten. Da hast du gesagt, die werden uns mit Sicherheit anschreiben, weil die nichts auf die Kette kriegen. Ne? Und da war ich noch optimistischer. Da Ne? warst du optimistisch, ja. Ja. Und Sabinchen hatte recht. Sabinchen hatte recht. Genau. Im Übrigen, was ihr im Hintergrund seht, ist das neue Haus. Das war ein Mitgrund, warum wir uns so ein bisschen rar gemacht haben. Wir sind umgezogen letzte Woche und ja. Noch sind hier viele Kartons, weil noch nicht alle Möbel da sind. Das so mal als kleines Update zwischendurch. Deswegen filme ich jetzt auch hier mit der Handykamera und nicht mit der normalen. Ja, euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.